Warum tue ich das nicht sofort? Das große Ziel. Warum tue ich das nicht sofort? Wenn Sie das jetzt aufschreiben, dann haben Sie da Ihre Lieblingsausrede, haben Sie da Ihre Grenze. Sei ein produktives Vorbild. Gibt es etwas Schöneres als Vorbild zu sein? Dem anderen ein Bild vor Augen zu halten durch unser Leben, an dem er sich inspirieren könnte. Nicht, weil wir ohne Fehler sind, sondern einfach, weil wir uns ganz ehrlich präsentieren und der andere sagt, Mensch, das macht mir Lust, auch mehr zu wagen in meinem Leben. Jonathan Swift hat mal gesagt, unser Leben war niemals umsonst. Wir sind entweder Vorbild oder Warnung. Und das muss uns bewusst sein, zwischen den beiden ist nicht viel. Vorbild oder Warnung. Vorbild oder Warnung. Und wer genug Selbstbewusstsein hat, der sagt auch immer, ich ziehe das Vorbild vor. Was müssen wir dafür machen? Die richtigen Dinge tun mit der richtigen Einstellung, ist klar. Aktiv tätig sein. Wenn ich in einem Satz sagen sollte, was macht mich zum Vorbild? Aktiv tätig sein. Aktiv tätig sein. Nämlich Vorbild. Aktiv. Kommt eine Mutter mit ihrem Sohn zu Mahatma Gandhi und sagt, Mahatma, mein Sohn hört nicht auf mich. Ich sage ihm immer, er soll nicht so viel Zucker essen. Aber er tut es einfach weiter. Sag du es zu ihm, dich verehrt er, dann wird er es machen. Und Gandhi sagt zur Mutter, komm bitte in 3 Monaten noch einmal wieder zu mir zurück. Nach 3 Monaten kommt sie wieder mit dem Sohn. Mahatma Gandhi erinnert sich, nimmt sich den Kleinen und fängt sofort an zu reden und sagt, du, Zucker ist schlecht aus den und den Gründen, die Zähne und so weiter, erklärt das alles. Der Kleine verspricht, dass er jetzt zukünftig keinen bis sehr wenig Zucker isst. Die Mutter sagt zu Mahatma Gandhi, ja, aber das hättest du ihm doch auch vor 3 Monaten sagen können, was du gerade gemacht hast. Nein, sagt Gandhi, das konnte ich nicht. Damals habe ich selber noch Zucker gegessen. Ist das nicht eine schöne Geschichte? Als Vorbild aktiv etwas tun. Das wissen wir alle. Kinder tun nicht, was wir sagen. Wem ist das schon mal aufgefallen, seinen Kindern? Die tun, was sie sehen. So ist es auch mit unseren Mitarbeitern. Die tun nicht, was wir sagen. Jedenfalls nicht auf Dauer. Die tun, was sie sehen. Die tun, was wir sehen. Abraham Lincoln hat gesagt, was du tust, spricht so laut, ich kann deine Worte nicht hören. Was du tust, spricht so laut, ich kann deine Worte nicht hören. Es gibt 3 Fallen, die können wir ganz kurz besprechen. Sie sind so menschlich, aber so fatal. Wenn wir Vorbild sein wollen, gibt es 3 Fallen. Das erste ist, managen wollen. Wir sind produktiv und irgendwann sagen wir, jetzt reicht's. Ich hab's vorgemacht, jetzt sollen mal die anderen. Und die manage ich jetzt. Jetzt manage ich die Produktiven und dann geht alles langsam den Bach runter. Und dann gibt's bald noch eine neue Hierarchieebene, die Aufseher, die beaufsichtigen die Manager, die Produzenten beaufsichtigen. Das gibt's in jeder Firma irgendwo und deswegen ist es so, mein Coach hat damals mal gesagt, von Zeit zu Zeit müssen die unproduktiven Menschen entlassen werden, sonst wird ein Unternehmen langsam, aber sicher zum Stillstand kommen. Das dürfen wir jetzt einen Gewerkschafter nicht hören lassen. Aber wenn ich mich mit ihm unterhalte, versteht er, was damit gemeint ist. Es stimmt. Also einfach mal nur managen wollen ist nicht genug. Wenn Sie sich einen Milliardär angucken, wenn Sie die Gelegenheit haben, meinen ersten Coach, Dan Pena, Richard Branson, Carsten Maschmeyer, und Sie schauen sich an, was die an einem Tag machen, die sind so produktiv, das ist unglaublich. Ich behaupte, die sind 100-mal produktiver pro Tag als die meisten von uns. 100-mal produktiver. Da geht es nicht darum, dass die irgendwo managen. Ergebnisse bewirken. Produktiv Ergebnisse bewirken. Es ist Wahnsinn. Und dann ist es einfach blöde zu sagen, es ist ungerecht, dass der so viel verdient. Er ist so produktiv. Es ist so. Ob es in unser Weltbild passt oder nicht, da muss man sich mit den Menschen befassen. Mal Wochen und Monate mit denen verbringen. Sie werden sich wundern, was da los ist. Eine Produktivität, das ist Wahnsinn. 2. Falle. Ich war einmal Mensch oder ich werde einmal sein Mensch. Die ansonsten von mir so geschätzten Rentner in Florida.
Ich war einmal. Da gibst du die eine Gruppe, die erzählen dir den ganzen Tag, was sie schon irgendwann früher mal gemacht haben. Nach 2 Stunden fangen sich die Geschichten an zu wiederholen. Kennen Sie solche Leute? Tappen wir nicht in die Falle. Können wir nicht, wenn wir produktiv bleiben. In dem Moment, wo wir nicht mehr produktiv sind, bleibt uns ja nichts anderes übrig. Wir wollen ja mitreden, also erzählen wir von der Vergangenheit oder von der Zukunft, was wir irgendwann mal machen werden. Genauso peinlich. Man kann mal sagen, was ich vorhab, aber im Wesentlichen spielt das Leben im Hier und Jetzt. Drittens, kein Vorbild sein. Und ich habe zu meinem Coach damals gesagt, wie werde ich denn ein Vorbild? Woher weiß ich, wann ich ein Vorbild bin? Was muss ich tun? Also so ein Wust von Fragen. Da hat er gesagt, Herr Schäfer, es gibt eine ganz einfache Regel und bitte stellen Sie sich mal selber. Er hat gesagt, Herr Schäfer, Sie sind ein hungriger junger Mann, der aber noch nicht viel kann. Würden Sie bei sich selber anfangen wollen? Wenn Sie die Führungskraft wären, würden Sie bei sich anfangen wollen? Ich habe gesagt, auf gar keinen Fall. Da sagt er, okay, dann werden Sie zu dem Mensch, bei dem Sie anfangen würden wollen. Vorbild sein. So einfach ist es. Wir wissen selber instinktiv, was wir dafür tun müssen. Es geht nicht ums Sein. Das wissen Sie noch aus Leading Simple. Wir können nicht kopieren, wie ein anderer ist. Wir können aber ähnliche Dinge tun. Es geht ums Tun. Vorbild sein, indem ich gewisse Dinge tue. Mahatma Gandhi. Den Zucker weglassen. Dann bin ich Vorbild. Warum sind die meisten Menschen nicht so produktiv, wie sie sein könnten? Das sind die 3 Fallen, die wir gerade besprochen haben. Dazu noch das, was wir eben gesagt haben, die Angst, die Selbstzweifel, Schuld. Dann hier managen wollen, ich war einmal Mensch oder kein Vorbild sein. Im Grunde genommen sind das alles Lieblingsausreden und jeder von uns, jeden Referent mit eingeschlossen, zumindest mich mit eingeschlossen. Wir haben alle unsere Lieblingsausreden. Und die Lieblingsausreden, die haben auch ein anderes Wort, und das heißt Grenze. Unsere Lieblingsausreden sind ganz oft unsere Grenzen. Da werden wir heute Nachmittag noch drüber sprechen. Dass wir die auflösen, dass wir die feststellen. Dass wir begreifen, meine Lieblingsausrede ist meine Grenze. Und die Frage ist aber doch, und das wollen wir jetzt schon besprechen, wie können wir solche Grenzen denn überwinden? Wenn da eine Grenze ist und wir stellen dann fest, okay, meine Lieblingsausrede ist meine Grenze, dann können wir aber auch einen Weg finden, den gibt's, wie wir Grenzen überwinden können. Und deswegen, das kann ich jetzt so gut erklären, rede ich so gerne über mega erfolgreiche Menschen. Und deswegen rede ich auch so gerne über mega Schicksale, krasse Schicksale. Und wenn jemand, der ein krasses Schicksal hat, dann auch noch einen großen Erfolg hat, dann passiert etwas, dann haben wir ein Vorbild. Und wenn wir uns das anschauen, verändert sich unsere Art zu denken. Da fallen Grenzen weg, die können Sie buchstäblich im Gehirn nach hinten runterfallen hören. Bock, 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 da sind die weg. Und ich würde ganz gerne, dass wir zusammen, wenn Sie einverstanden sind, uns so ein Megabeispiel einmal anschauen. Und lassen Sie es mal auf sich wirken und gucken Sie mal, was mit Grenzen passiert. Es handelt sich um Nick Vujicic. Der Mann ist ohne Arme und Beine auf die Welt gekommen und seine Eltern haben gesagt, das ist eine unheimliche Katastrophe, der wäre da besser gestorben. Das ist mal ein Willkommen in die Welt, ne? Das spürt ja so ein Baby. Hey, du wärst mal besser gestorben. Hören Sie ein paar Aussprüche von Nick Vujicic, was er so sagt. Einfach ein paar Bilder dazu von ihm. Als er geboren wurde, bezeichneten seine Eltern und Ärzte es als ein Desaster. Die Definition, hat er danach geguckt, von Disability, Behinderung, ist die Nichtfähigkeit, etwas, das dich zurückhält. Und Nick sagt, wir haben alle solche Mythen, die uns zurückhalten. Wir haben alle solche Mythen, die uns zurückhalten. Jeder geht durch Schwierigkeiten durch, meine sind nur etwas deutlicher zu sehen. Es ist so schwer, stark zu sein, wenn alle sagen, du bist schwach. Du kannst das nicht, du kannst nichts. Ich habe viel mehr Spaß, sagt er, als andere Menschen in meinem Alter und ich erreiche viel mehr. Wenn du im Leben nicht die Wahrheit kennst, dann glaubst du die Lügen, die eigenen und die der anderen. Hände schütteln, sagt er, ist eine Zeitverschwendung. Ich werde viel mehr umarmt, das ist besser.
Ich habe gelernt, dass wir geheilt werden können, ohne dass sich die Umstände auch nur ein kleines bisschen ändern. Geheilt. Dass wir geheilt werden können. Nick fragt, warum? Die Antwort war, Nick, hast du Vertrauen? Warum war das die Antwort? Nick sagt, weil es keine andere gab. Vertrauen gibt mir Frieden. Auf die Frage, möchtest du manchmal Arm und Beine haben, sagt er, dadurch, dass ich keine Gliedmassen habe, kann ich unglaublich viele Menschen erreichen und inspirieren. Du kannst mir gar nicht so viel Geld geben, dass ich Arme und Beine annehme. Was sind unsere Lieblingsausreden? Es ist wichtig, die Gründe aufzuschreiben, denn das sind die Grenzen. Diese Lieblingsausreden, und zwar ganz optimistisch, nicht, das ist jetzt, entlarve ich da so was Böses in meinem Leben, so ein Feind. Nein, es geht einfach darum, das zu erkennen, was da ist, eine Grenze. Und ein Tipp ist, schreiben Sie doch einfach auf, warum tue ich nicht das und das sofort. Sie wissen alle, was da in dem Blank bei Ihnen steht. Und wenn nicht, dann müssen Sie ein bisschen mit Mut zum Glücklichsein nachdenken. Warum tue ich das nicht sofort, das große Ziel? Warum tue ich das nicht sofort? Wenn Sie das jetzt aufschreiben, dann haben Sie da Ihre Lieblingsausrede, haben Sie da Ihre Grenze. Und dann können Sie damit arbeiten. Und dann können Sie sich inspirieren lassen. Denn wenn wir unsere Gedanken verändern, verändern sich unsere Grenzen. Die fallen weg, die lösen sich auf. Als wären sie nie gewesen. Und es gibt keinen besseren Weg, Gedanken zu verändern, als sich mit Menschen zu umgeben, die anders denken, wie Nick Vujicic. Erfolgreiche Menschen. Schicksale, erfolgreiche Menschen. Bilder verändern unsere Gedanken. Vorbilder verändern unsere Gedanken.